Das bedeutet, Sie müssen jetzt noch viel mehr Zinsen bezahlen, um sich als Land Geld zu leihen. Kommen Sie, das kann ich mir nicht leisten. Das heißt, dass ich die sozialere Wirtschaftspolitik, für die ich gewählt worden bin, überhaupt nicht mehr umsetzen kann. Ja, das... Da ist der Plan. Boy, Mr. Shady. Ladies and gentlemen, boys and girls, you know what time it is. You know what time it is. It's your boy again, Shady Shade, the one and only, the very one and the only. And we are back here again today on this very beautiful day. Yes, guys, guess what? We've got more Diastolt, alright? More of the institution. Anyway, that's it too much, guys. I'm gonna jump on this right away. Their satires have been so entertaining. Yeah, and you guys know that already. Anyway, that's it too much, guys. Let's go straight to action and check this out. But before we start, make sure you smash like, subscribe, give me some love. For those of you that are following me on my main channel, okay, Shady Shade, guys, make sure you follow me there, okay, because I'm going to be doing a lot of live streams. I vlog there. I'm going to play some games too, but I'm going to do lots of live streams, all right? I'm going to travel. I'm going to put my travel vlogs there. Also follow me on Instagram. All right, come on, follow me, guys. Anyway, that's it too much. Let's go straight to action. Yeah, let's get this started. Let's go. Okay, like. Say like. I mean, subscribe. Like. Let's go. Und jetzt das heute Journal mit Sarah Bosetta. Okay. Im Schatten der großen EU-Wahl kam es heute zu einer Sensation bei den Präsidentschaftswahlen von Moldawien. Das kleinste der neuen EU-Länder hat überraschend den Komiker Klaus von Wagner. Surprisingly elected comedian Klaus von Wagner as president. Zum Präsidenten gewählt, dem von Beobachterinnen vor allem als attraktiv eingeschätzten Politiker. Okay. Ist es gelungen, die Bürger des kriselnden Landes mit sozialpopulistischen Parolen hinter sich zu bringen? Von Wagner versprach Lohnerhöhungen, eine Reichensteuer und das Blaue vom Himmel. Eine Blue of the Sky. Albanien leidet seit langem unter hohen Schulden, schwachem Wachstum und jetzt auch unter schlechten Witzen. Ich in Öl. Wer hätte das gedacht? Präsident. Von Wagner. Wo sind eigentlich die Codes für die Nuklearraketen? Ah. Okay. Wir haben gar keine. We don't have any. We're in America. Shit. Yes. Egal. Trump findet uns eh nicht auf der Karte. Ich allerdings auch nicht. Albanien. Was könnte meine erste Amtshandlung sein? Ich weiß. Einreiseverbot für Uthoff. Reiß dich zusammen, Klaus. Du hast jetzt die Verantwortung für Millionen Moldawier. Oder heißt es Molvan? Molvenassen? Ich sag einfach Untertan. Das ist gut. So. Dann wollen wir mal regieren. Okay. Hier spricht Ihr Präsident. Bereiten Sie alles vor für mehr Mindestlohn, höhere Unternehmenssteuern, den Ausbau von Schulen. Schalten Sie die Kohlekraftwerke ab und legen Sie ein großes Investitionsprogramm auf für erneuerbare Energien. Das nennen wir von Wagners New Green Deal. Da sind Sie sprachlos, was? Hallo? Hallo? Unplugged, bruv. Ich rufe Sie zurück. Okay, let me see. He's made the promises before he was voted. He was voted in. And now the powers around want to stop him from carrying out those promises because they have an agenda. Okay, because that is how they run. Anyway, let's continue so I can understand. Wir wollten Ihnen noch ein bisschen Zeit geben, noch einmal über Ihr Programm nachzudenken. Mein Name ist Jeroen René Victor Anton Deisseldorf. Deisseldorf, stupid. Das tut mir sehr leid. Ich bin von der EU-Abteilung Makroökonomische Überwachung der Eurozone, kurz müde. Und wir... Sie sollten es vielleicht lang lassen. Und wir wollen Ihnen dabei müde. Helfen, Ihre wirtschaftspolitischen Ziele auch mit dem Geist der EU übereinstimmen. Schön. Ich wusste, dass ich meine pro-europäischen Positionen irgendwann auszahlen werde. Und
finde es toll, dass die EU die kleinen südlichen Länder nicht vergisst. Entschuldigen Sie. Hallo? Hallo? Your other phone, mate. Herr Klaus, hallo? Ich meine, hier spricht der Präsident. Bitte wer? Ein gewisser Mario Draghi, Chef der Europäischen Zentralbank. Mhm. Okay. Draghi, alte Socke. Ha? Ah, Sie rufen sich ja an, mit Sicherheit, um mir zu gratulieren. Mit Sicherheit nicht. Was? Nicht mehr als Sicherheit. Moment, können Sie das noch... Hallo? Hallo? Einfach aufgelegt. Ja, was hat er denn gesagt? Ach, er hat gesagt, dass die Europäische Zentralbank in Zukunft die moldawischen Staatsanleihen nicht mehr als Sicherheit akzeptieren würde oder so. Oh. Ist das schlimm? Das ist very bad. Das ist schlimm, ja, das ist ziemlich schlimm. Es bedeutet, dass sich ihre Banken kein Geld mehr leihen können. Warum? Weil die Europäische Zentralbank keine moldawischen Staatsanleihen mehr akzeptiert. Das bedeutet auch, dass Sie sich kein Geld mehr leihen können. Moldawien ist hoch. Wait, is it because of the promises he made that the ECB is cutting him off? Hoch verschuldet. Ich brauche das Geld, um Politik zu machen für meine Bürger. Lustig. Das hat Tsipras früher auch gesagt. Speech. Alexis Tsipras, a Greek politician serving as leader of the official opposition since 2019, is a member of Syriza, a party over which he has presided since 2009 and has served as the Prime Minister of Greece from 2015 to 2019. So Moldavia is like Greece. Okay, so Moldavia here basically represents Greece. Wissen was? Ich brauche Ihre EZB nicht. Ich habe noch eine eigene Notenbank. Passen Sie mal auf. Schicken Sie mal den moldawischen, den Notenbankchef rein, den Herrn, wissen Sie, wie der heißt zufällig? Mario Draghi. Ja, den Mario Draghi. Haben Sie nicht gerade erzählt, dass Mario Draghi der Chef der EZB ist? Ja, aber sehen Sie, Moldawien ist ja jetzt im Euroraum. Was ja bedeutet, Ihr Notenbankchef ist eigentlich nur der Filialleiter der EZB. Aha. Und hört auf alles, was Mario Draghi ihm sagt. Oh, was sagt der Mario Draghi ihm so? Dass die EZB keine moldawischen Staatsanleihen mehr akzeptiert? Warum denn nicht? Die sind doch noch gut. Nehmen Sie es nicht persönlich. Wir orientieren uns da einfach an den Bewertungen durch die Ratingagenturen. Die Ratingagenturen? Was? Dieselben Ratingagenturen, die damals vor der Finanzkrise irgendwelchen Schrottpapieren Bestnoten verschafft haben? Ja, genau den. Die haben noch keine Ahnung von so kleinen Ländern wie Moldawien. Trotzdem halten wir uns an ihre Vorstellung. Wir unterbrechen unser Programm für eine Eilmeldung. Nach Entscheidung der Ratingagenturen, das Land Moldawien auf Ramschniveau herabzustufen, schossen heute die Zinsen für moldawische Staatsanleihen in luftige Höhen. Höhen, die die Gags von Klaus von Wagner nie erreichten. Ist das schlimm? Ihre Gags früher? Oh ja. Ach so. Sie meinten das andere. Das ist noch schlimmer. Was? Das bedeutet, Sie müssen jetzt noch viel mehr Zinsen bezahlen, um sich als Land Geld zu leihen. Das kann ich mir nicht leisten. Das heißt, dass ich die sozialere Wirtschaftspolitik, für die ich gewählt worden bin, überhaupt nicht mehr umsetzen kann. Ja, das... That is the plan. I knew it. They wanted to stop him from implementing his plans for which he was elected. Deswegen bin ich ja hier. Ach, Gott sei Dank, ja. They make him sign a deal. Ein Brief von der EZB. Oh, kaum ist man in der Krise, schon greift einem die EZB unter die Arme. Wissen Sie, das ist das Tolle an Europa. Ja, gucken wir mal, was die schreiben. Das ist ja mal wertiges Papier. Das kriegt man gar nicht. Sichere Bank. So, sehr geehrter Herr. Da steht, ich soll umgehend Löhne kürzen und weniger Arbeitslosengeld zahlen und alle Schulden meiner kriselnden Banken in meinem Land übernehmen. Was ist das? Das ist ein ausgefeiltes Regierungsprogramm. Das sehe ich, aber das Gegenteil von meinem. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann meine Bürger die EZB gewählt haben. Mhm. Wenn Sie dann einfach ganz rechts unten unterschreiben. Und vergessen Sie bitte nicht, auch den Arbeitsmarkt zu flexibilisieren. Woher wussten Sie, dass ich das tun soll? Der Brief war streng geheim. Ach Gott, das ist ein Standardbrief. Den hat die EZB schon 2011 verschickt an Irland, an Spanien, an Italien, die übrigens umgehend rechts unten unterschrieben haben, alle Maßnahmen umgesetzt haben. Aber es sind natürlich alles nur Empfehlungen. Empfehlungen?
Okay, das heißt, ich kann weiterhin machen, was ich für richtig halte. Natürlich, natürlich. Die EZB allerdings auch. Die kann weiterhin keine moldawischen Staatsanleihen kaufen, bis die Zinsen immer weiter... Hören Sie mal, ich bin gewähltes Staatsoberhaupt eines souveränen Staates. Sie können mir nicht drohen. So that is how the ECB controls all the countries. So you can get elected, okay, after making all the promises that you make. So politicians, after making all the promises they make, we're like, yay, the man of the people, we want him. Then when the politicians come in, they can't implement their plans. Why? Because someone at the back is holding them ransom. Their hands have been wrung. Which means the countries are not truly democratic then. Lustig. Genau dasselbe hat Berlusconi damals auch gesagt. Bevor wir ihn... Bunga Bunga. Was haben Sie gemacht mit Berlusconi? Bevor wir ihn beseitigt haben. Die EU hat Berlusconi ermorden lassen? Ja, und durch Fantomas ersetzt. Ja, der Bunga Bunga. Wirklich? Nein! Mein Gott! Wofür halten Sie uns? Die EU ist Friedensnobelpreis. Ja. Wir schicken doch keine Mörder. Nein, nein. Wir schicken Märkte. Was? Schauen Sie, die EU hat damals Italien gewarnt und gesagt, sie werden so lange öffentlich gegen Berlusconi schießen, bis sich die Italiener die Zinsen nicht mehr leisten. Entschuldigen Sie, was ist denn das für eine EU, wo man am Ende noch gezwungen ist, Berlusconi zu verteidigen? Berlusconi. Right. Interesting. Skandal in Moldawien, wie aus einer gut unterrichteten Quelle aus dem Präsidentenpalast bekannt wurde, ist das politische Vorbild von Wagners Silvio Berlusconi. Die Zinsen der moldawischen Staatsanleihen stiegen nach dieser Enthüllung dramatisch. Entschuldigung, das ist gefährlicher Unsinn, sowas kann man im Fernsehen noch nicht erzählen. Doch. Deutschland. She's in the window. Bernales wurde nach dem erfolgreichen Putsch von Martin Schulz in ihrer Villa im Tessin verhaftet. Ein Putsch? Das kann nicht sein. Nein, nein. Nein, niemals. Hören Sie. Das kann nicht sein. Hören Sie, ich kann nicht weggeputscht werden. Wenn ich weg bin, wer soll dieses schöne Land denn regieren? Am Ende noch meinen Notenbankchef, oder? Auch damit haben wir gute Erfahrungen gemacht. Damals in Griechenland lief das genauso. Papademos, der damalige Notenbankchef, wurde dann Regierungschef. Nein, nein, ich werde nicht weichen. Ich werde auch keine Sparpolitik machen oder das unterschreiben. Wissen Sie, was ich machen werde? Ich werde ein Referendum machen. Genau, ich werde meine Bürger fragen, was sie halten von dieser EZB-Politik. Wissen Sie, was Wolfgang Schäuble mal gesagt hat? Er hat gesagt, wir können es nicht zulassen, dass durch Wahlen die Wirtschaftspolitik im Euroraum gefährdet wird. Yo, this ECB, if what he's saying is true, this satire, this ECB is a menace. Das hat er nicht gesagt. Nein, nicht öffentlich. Was? Varoufakis hat's mitgeschnitten. Seit wann macht der Schäuble denn Urlaub auf Ibiza? Gut so, gut so. Das hübsche Gesicht zeigt seine hässliche Seite. Moldawiens Präsident von Wagner drohte der EU heute offen mit Demokratie. Als Reaktion darauf kündigte die EZB an, die Geldversorgung des Landes einzustellen. Hören Sie, das ist Erpressung! Lustig, das hat Tsipras früher auch gesagt. Machen Sie, was Sie nicht lassen wollen. Aber ich sage Ihnen eins, meine Bürger, die stehen hinter mir. Nee, gucken Sie mal aus dem Fenster. Was? Die stehen eigentlich gerade am Geldautomaten. Da weinen ein paar Rentner, weil sie kein Geld mehr für ihre Medikamente bekommen. Hören Sie, das muss aufhören! Ja, das hört auf, wenn Sie endlich das EU-Sparprogramm umsetzen. Ja. Oh my god. Rechts unten unterschreiben. Die basically... Sie, das kann ich nicht machen. Das wäre Verrat an den Molwatzen, an den... My subjects. An meinen Untertanen! Wir schalten wieder nach Moldawien, wenn Präsident von Wagner zur Vernunft gekommen ist. Wow. Yo, this is some madness. Is that how the ECB works? I mean, they're exaggerating, right? Yes, of course they are. It's a satire. But yo, this is crazy. So all these
politicians, even though they have these amazing manifestos, even though they have these amazing plans that they want to implement for the betterment of the country, they cannot because there are higher powers controlling them. And then we the masses, we the people, we elect people based on the promises, based on the promises that they make. But then when they get into power, they are not actually truly in power, they are puppets. So whoever we vote for is still the same. You can choose anybody you want, basically, it's still the same because they're just puppets. So democracy isn't really democracy. Our freedom isn't really freedom. Yo, I need to continue this man to understand more. Yeah, we need to do more. Anyways, be about Shady Shady One and Only. Do let me know what you think about this in the comment section. Also, make sure you smash like, subscribe, give me some love. It's gonna be a peace out. Boy, Mr. Shady.